Man kennt das. Man sitzt so zu Hause gemütlich auf der Couch, denkt sich nichts Böses und PAM! Der Miethai steht auf der Matte. Und er möchte mehr Geld von euch haben. Egal ob in großen Städten oder kleinen Orten, in ganz Deutschland merken die Menschen, dass die Mieten explodieren. Die Mieten steigen unaufhaltsam und es ist kein Ende in Sicht. Mittlerweile gehen viele Menschen dagegen auf die Straße und ihre Wut richtet sich dabei vor allem gegen die großen Immobilienunternehmen, die als Miethaie kritisiert werden. Das sind Milliardenkonzerne, die hunderttausende Wohnungen besitzen und zum Leiden der Mieter in den letzten Jahren immer weiter an der Preisschraube gedreht haben. Dabei scheint die Gier den Verstand zu vernebeln. Die Mieten steigen mittlerweile fast doppelt so schnell wie die Einkommen. Ernsthaft, wie sollen Leute das noch bezahlen? Und es ist ja nicht so, als ob Wohnen jetzt das einzige Problem wäre. Lebensmittel werden teurer, Strompreise sind auf einem Rekordhoch, Heizkosten steigen, Krankenkassenbeiträge steigen und jetzt erhöht auch noch Netflix die Preise in Deutschland. Alles wird teurer und das macht das Bezahlen immer höherer Mieten gleichzeitig nicht gerade einfacher. Sozialwohnungen könnten hier vielen Menschen helfen. Sie werden vom Staat gefördert und können deshalb verhältnismäßig günstig vermietet werden. Aber seit Jahren sinkt die Zahl von Sozialwohnungen. Allein seit 2006 hat sich das Angebot fast halbiert. Irgendwann dachte man in der Politik, wozu überhaupt Sozialwohnungen? Der Markt regelt schon alles ganz von selbst. Die ehemaligen staatlichen Wohnungen wurden an private Vermieter übergeben und das Ergebnis ist bekannt. Viele Bürger wollen sich das nicht länger gefallen lassen. Die Preise sind so aus dem Ruder gelaufen, dass sie mittlerweile sogar Enteignungen bei unverhältnismäßig teuren Wohnungsunternehmen fordern. Enteignung bedeutet hier übrigens nicht, dass der Staat diese Unternehmen auflöst oder einfach so ihre Wohnungen wegschnappt, sondern im Endeffekt würde es darauf hinauslaufen, dass der Staat diesen großen Immobilienunternehmen bestimmte Wohnungen oder Grundstücke abkauft bzw. in vielen Fällen zurückkauft. Und diese großen Immobilienunternehmen dürfen sich zwar gegen den Verkauf nicht wehren, also sie müssten verkaufen an den Staat, aber sie würden eben auch voraussichtlich Milliardenzahlungen dafür bekommen, also alles andere als leer ausgehen. Ist es wahrscheinlich, dass es zu Enteignungen kommt? Eher nicht. Von den 7 Parteien im Bundestag gibt es nur aus 2 Parteien Unterstützung für den Vorschlag. Von den Grünen und der Linkspartei. Alle anderen sträuben sich dagegen. Aus der FDP kam sogar die Idee, das Grundgesetz zu ändern und die Streichung des Artikel 15 vorzunehmen, der Enteignungen grundsätzlich ermöglicht. Als einer der ersten 20 Artikel des Grundgesetzes unterliegt Artikel 15 eigentlich der sogenannten Ewigkeitsklausel und eine Streichung wäre daher, sagen wir, durchaus abenteuerlich. Aber es zeigt schon, wie dramatisch die Lage heutzutage ist. Dass einerseits die Bürger mittlerweile so unter ihren Vermietern leiden, dass sie Enteignungen überhaupt fordern und dass andererseits die Politik wirklich schon Grundsätze in Frage stellt, die ursprünglich für die Ewigkeit gelten sollten. Ich bin der Meinung, dass auch die sogenannten Miethaie bzw. die Mitarbeiter großer Wohnungsunternehmen jetzt keine extra bösen Menschen sind, die der Gesellschaft absichtlich schaden wollen. Aber jeder guckt, wo er am Ende bleibt. Und Unternehmen tun genau das, was Unternehmen eben immer tun. Sie versuchen, so viel Geld wie möglich zu verdienen und gehen dabei so weit, wie die Politik es zulässt. Und die Situation, die wir jetzt gerade haben, dass oftmals sogar Vollzeit arbeitende Doppelverdiener sich keine vernünftige Wohnung mehr in ihrer Stadt leisten können, diese Situation hat die Politik zugelassen. Und ob jetzt Enteignungen kommen oder nicht, irgendetwas muss endlich passieren.